So, zweite Spitzhacke ist auch gleich down. So, da ist er wieder, voll weggenickt. Ach Mensch, dunkle Lady, was denn los? Müde gewesen heute, oder was? Schön, dass du wieder da bist. Oh, hier unter geht's ja auch noch weiter. Also wie gesagt, immer noch mal ein bisschen tiefer graben, um zu gucken, ob es doch noch irgendwo weitergeht. Manchmal haben die auch eine Lücke zwischendrin, die Adern. Ja. Aber eine zweite Hacke ist gleich wieder am Arsch hier. Entschuldigung. Schulz! Der kam von Herzen. Nee, vom Magen. Und wo sitzt der Magen? Unterm Herzen. Also ging er am Herzen vorbei, der Rülpser. Ja, aber genau. Er kommt trotzdem nicht vom Herzen. Gaffagadolf, stopp, 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 stopp! Was? Ah, warte. Du machst gleich die Werkbank und alles kaputt. Ach, shit. Sorry. Wie soll ich denn da jetzt wieder reinkommen, Mensch? Ich hab keine Ausdauer. Ah, ich würd sagen, Gandalf, der hatte Bock, ne? Der hatte so richtig Bock einfach. Er wollte einfach immer weiter buddeln. Ich wollte eigentlich, was bauen, dass man rauskomme? Ja, einfach Ausdauer einmal volltanken und dann mehrfach springen. Du kommst doch über die Eisenvorkommen raus noch. Über die Eisenvorkommen? Wo ist die Eisenvorkommen? Scheiß Ibus machen müde. Ah, hast du wieder Rücken oder was? Moment, ich baue jetzt was. Ich habe auch Rücke, aber keine Schmerze. Ah, hier komme ich raus. Sehr schön. Spitzhacke 11, wow. Obwohl ich den ganzen Kram gezogen habe hier ringsherum. Ja, nicht nur alleine, ne? Ja, das. Einen großen Teil Galene gezogen, ja. Es gibt halt leider schon ziemlich wenig. So, Jungs, passt mal auf. Wir versuchen jetzt mal Trick 17. Ja. Grab mal unten drunter durch und das Vorkommen. Ja, Rücken ist mir da ätzend im Moment. Ach, Mensch. Rücken hast du aber schon in der Grundschule gehabt, möchte ich meinen. Mich erinnern zu können. Also, Rückenschmerzen meine ich natürlich. Ja, die Lady kenne ich schon seit der Grundschule. Tschüss. Die Arme. Ja, also, aber nicht wegen mir, sondern wegen der Schule und der Leute dort. Das kannst du definitiv bestätigen. Die einzelnen Normalen dort waren eigentlich nur ein paar wenige. Das waren meistens so Leute, mit denen ich abgehangen habe. Normal für unsere Verhältnisse, ne, Benny? Ich halte mich da jetzt mal raus. Ich geh Steine klopfen. Schrägkopfer. Ich hab übrigens gerade Nebelebene erreicht. Hier, ich seh fast nichts hier beim Graben gerade. Und hier geht's noch tiefer. Ich hab noch den Kern der Ader gefunden. Oh. So, und wer formt das denn hier alles wieder vernünftig? Und nächste Troll. Ja, der nächste Troll, genau. Der macht das Ding wieder gerade hier. Da holen wir Teufelchen hier. Da holen wir Matthias hier, der macht das schon. Es geht echt noch tiefer, scheiße! Ah, scheiße, ich hab Batwalk. Mist, wir kriegen nicht alles raus. Ja, hier geht's nicht mehr. Ja, der Boden geht nicht mehr tiefer hier. Na dann heißt das jetzt oben rumstellen oder unten alle immer drauf da. Ich muss erstmal Spitzhacken reparieren. Ja, also dunkle Lady schreibt auch gerade, Schule, was für Klappspaten da rumgerannt sind. Das stimmt. Und wie sie sich einmal alle wie was besseres gehalten haben. Ja, das kenne ich auch. Und die meisten, die man Jahre später wieder getroffen hat, die waren alle arbeitslos und auf Hartz IV. Du wirst doch Hartz IV. Was jetzt aber jetzt nicht, soll jetzt nicht negativ gemeint sein für Leute, die Hartz IV empfangen, sondern halt in dem Fall bei diesen Leuten war das einfach ungerechtfertigt. Die haben einfach bloß keinen Bock gehabt zu arbeiten. Ich auch nicht, aber ich mach's trotzdem. Ja, hier. Wir hat schon Bock zum Schabbat gehen. Ja. Und aus der Gegend, wo ich herkomme, war dann teilweise wirklich so, dass die Monatslöhne für so einen Job teilweise echt geringer waren, als wenn du versorgt wirst vom Arbeitsamt. Ich übrigens noch ein bisschen Kupfer rum an der Seite. Ja, das ist bei mir jeweils runtergefallen. Ja. Ach, du hast auch von oben geklopft. Ja, ich dachte mir, wir machen mal die großen Brocken oben langsam weg, ja.
Ja, richtig. Oh, scheiße. Muss mal kurz Ausdauer tanken hier, sonst geht der Bus langsam voran. Ja, das wäre sinnvoll. Für mich auch. Essen zwischendurch nicht vergessen, ne? Hat er? Ah, ich komme schon wieder nicht tiefer. Hier schon wieder Ende im Gelände. Das zeigt bloß nicht Fenrir hier, ne? Was, okay. Im Keller hier oder was? Genau. Haben wir schon mal was vorbereitet? Wir haben dir schon mal einen Keller geformt. Also, Seite weiß Bescheid, ne? Sobald Fenrir hier ist, springst du sofort aus dem Loch raus. Ja, mir läuft gerade so ein eiskalter Schauer überdrücken. Och nö, sah jetzt nicht, das kriegst du hier nicht mehr abgebaut. Doch, doch. Achso, nee, das ist Seifenlot, den ich gerade angucke. Nach dem Stream sitzt Seifenlot in der Ecke. Der bückt aber vor zurück. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Am Ende des Streams sitze ich hier mit einer leeren Havanna da. Genau. Sag mal, Seifi, machst du heute einen Fenrir, ne? Oder was? Was trinken Warum? Angeht? Na, jetzt ist er ja vollständig, jetzt darf er ja auch richtig trinken, weißt du? Wieso? Ich hab doch noch nicht mal angefangen. Das ist doch nur eine Flasche Havanna, ja, die 18-Jährigen heutzutage, wa? Nein, das mache ich nach dem Stream. Um mich dann sehen. Noch ein Kopf hervorkommen. So, mittlerweile ist mein Inventar vor. Ah, ne, ich kann doch hier noch einmal Steine abschmeißen, so. Ach, stimmt. Ich könnte ja auch mal Steine wegwerfen. Schön 50er Stacks. So, ah, da haben wir ja da doch. Ist noch einmal, hier ist noch ein kleines Bröckchen. Mal gucken, ob ein großes draus wird. Ne, wir kommen wieder nicht tiefer. Na gut. So, habt ihr euch jetzt schon mal einen Plan gemacht, wie wir hier wieder rauskommen? Ausdauer voll tanken und Doppelsprung machen. Was er sagte. Ein schönes Loch. Aber ich guck gerade da eben noch ein bisschen die Ränder. Vielleicht sieht man ja doch noch irgendwo so einen kleinen Zipfel hervorstehen. Oder leg ich noch mal einen frei oder so. 3, 6, 9, 100 haben wir schon drin. Ist eigentlich mal eine gute Idee, die ich hier gerade sehe, die Steinstapel hier zu machen. Klar, das macht Sinn. Ja, da liegen oben auch noch ein paar. Ja, weil dann kann man sich nämlich die Stelle hier markieren, nicht als Kupfer, sondern als Steinhaufen. Genau. Oder ne, später noch zu Steine klopfen. Ja. Und noch irgendwie da raus. Und jemand hat Spaß darum und kämpft? Ja, hier kam gerade ein Grauzwerg. Und da unten ist ein Spawner. Komm nicht hoch. Nein, nicht hier. Spawner, Spawner, Spawner? Liegen nochmal drei Steine. Ah, ich habe auch noch welche. Oh, ein 50er Stack. Ich bräuchte gerade mal 32, damit kriege ich wieder einen 50 Stack voll. Moment. Kann ich da gerade gönnen? Ich leg vorher noch eben die Kupfererze weg. Ist in Benutzung toll. Wo ist die zweite Kiste? Die ist weg, wa? Nee. Die ist unter der Plattform. Ach da. Okay. So, einmal Kupfer weg. Dann komme ich mal zu Gandalf. Hier hingelaufen, bevor die Steine daneben fliegen. Moment. So. Bitteschön. Schön. Ah, lol. Ich habe mich voll verzählt, aber egal. Braucht jemand noch 10 Steine? Nein. Alles klar. Kann ich mehr rechnen. Sagte der, der täglich mit Zahlen zu tun hat, beruflich. So. Seifi, ich beschmeiß mich mit Zeug. Dann geh auf den Weg. Einmal durchrepariert. Die 10 Steine lasse ich mich doch nicht ab. Warum nicht? So, zack. Soll man als nur Schwung hembringen? Na, so viel wie jeder tragen kann, wa? Ey! Oh. Decker! Was für Schubs hier? Sam? Was mieten du, Ena? Eins, glaube ich, ne? 10 Kilo. Ja, tritt die Steine. 10? Was? Ja. Boah! So. So, ich bin voll. Oha, einer wie tatsächlich 10. Ich hab Holz kann ich hier lassen. Knochenfragmente müssen mit. Trollleder muss mit. Schätze können erstmal hier bleiben. Also, was wir bei Heider verkaufen können. Sotlingkerne können wir mitnehmen. Ich hab noch Platz. Bauen auf Platz. So.
Ah, der Seifenlord blockiert die Kiste. 2 Kilo. Nee, ich blockiere sie gerade. Ich bin gerade am Sortieren hier gerade für mich. Ich möchte mich auch in die Kiste rein. So, kann ich jetzt noch irgendwas. Ich will auch in die Kiste. Nee, ich krieg nicht mehr genug abgeladen. Krieg nicht mehr genug abgeladen, dass ich noch mehr mitnehmen kann. Aber gut, dann krieg ich wenigstens noch die Schätze hier mit. So. Herrschaftsangel. Das weg. So, nächste Werbung in 10 Minuten, Leute. Wir haben schon wieder die dritte Stunde drüber. Alle wollen sie in die Kiste. Die muss ja richtig gut sein. Ja, ja. Also die Kiste und nicht der Kiste. Oh, Onkel Huffy hat bei Fenria 1, 2, 3, 4, 5 Geschenke-Apples rausgehauen. Oh, nice. Sehr schön. Ich habe auch eins gekriegt. Ja, Benjamin und der Decker. Und der Baldrun und der Beutel. Gleich erstmal bedankt für. So muss das laufen. Endlich hier mal was ab bei ihm im Stream. Das war ja traurig. Das eine Mal war er irgendwie ganz alleine im Stream. Wir haben 6 Stunden gestreamt, ey. Dachte, ja, aber er hat auch nur wieder 7 Leute jetzt. Ist doch immerhin. 7 Leute. Ja. Richtig. Mehr wie sonst. Ja, das dürfte auf jeden Fall auch seinen Durchschnitt anheben. Und je besser der Durchschnitt ist, desto mehr Sachen kriegt er auch freigeschaltet. So, meine erste Fackel ist gleich down. Das ist ganz gut. Dann habe ich wieder einen Slot mehr frei. Ja, mehr Holz könnte ich eigentlich dort lassen und da könnte ich eigentlich noch einer mittragen. Ja, Holz habe ich erstmal drinnen lassen, weil wir werden dann nochmal wiederkommen, wahrscheinlich wegen der Steine. So, ich pack mal die Federn rein, die Lederreste, das Harz. Ja. Oh, warte, Federn kann ich noch mitnehmen, so ja. Welche Kiste nimmst du dann, die erste oder die zweite? Die zweite. Gut, dann warte ich, bis du fertig bist dann. Ja, bin ich schon. Ran. Ich bin eigentlich auch übelst geil, der Trollfallen, ne? Wenn hier so ein Troll neilatscht, da kommt der nicht mehr dran aus. Das stimmt, ja. So, jetzt so, hab ich noch Löwenzahn und Steine hier drin, ne? Ja, da hat irgendwer anders das schon rausgenommen. Ich hab noch Knochen in der Tasche. Ich gerade eben. Kannst du mir nicht mehr geben. Ich hab auch noch Knochen. Und wie, hast du noch 1-2 Kilo Platz? Ich hab noch 3 Kilo. Ich pack die Knochen jetzt in die Kiste. Dann leg ich auch meine Knochen dazu und dann kannst du mich die Knochen von mir mitnehmen. Plus die grünen Pilze. Leute. Ich hab da jetzt noch 2 Kilo. Ist direkt nebenan. Moment mal, ganz kurz, jetzt nicht alle durcheinander. Wo sind jetzt die anderen Knochen, bitte? In der zweiten die hast du schon eingesteckt. Ja, warte, ich leg nochmal 3 dazu, dann kannst du die auch noch mitnehmen. Dann kann ich mich sogar nochmal das Löwenzahnzeugs da mitnehmen. So, was ist hier zum Beispiel? Ich hab jetzt genau. So, Seifi, 300 Kilo. Du bist da hinten. Stehst du gerade auf dem Kupfer drauf? Ja. Ich hab's markiert. Danke dir. Verteidige es auch. Komm mal jetzt wieder zurück und Decker bitte hoch. Bevor irgendwas triggert, wir wollen eigentlich nach Hause. Moment. Ja, ich bin gerade am Zinn. Lass mich das eine Vorkommen holen. So, ich habe jetzt 290 in der Tasche. Ich habe 298, also wir sind ziemlich gut bestückt jetzt, so denke ich. Ich habe genau 300. Es sind jetzt noch 43 in der Kiste. Kupfer. Du kleiner Idee, voll auf die Pilze ab, alles klar. Och, das war doch gar nicht schlecht, die Ausbeute. Ja, und da ist ja noch mehr drin, ne, an Kupfer. Also wir haben noch 2 von den Stacks hier fast, ne? 43 ja. Sind jetzt noch drin. Ja, 1,5 noch, ja, immerhin. Wir bräuchten hier so einen Kamm. Was bräuchten wir, einen Kamm? Willst du jetzt Karre kämmen? Ach, Karre. Digga, du hast gerade einer getriggert. Hm? 2 getriggert. Ach, Digga. Kannst behalten. Lässt man dich einmal alleine los, ja, und dann sowas. Oh, zeig mal. Das angezündet hier. Ja. Ah ja, du bist Spawner, genau. Nee, kommt Leute, lass erstmal nach Hause. Nee, bevor da jetzt der Level 1 Berserker rauskommt. Dann haben wir die Arschkarte. Ja. Zweiweitig. Oh, warte mal, so, wir können wieder Eintier machen, wa? Wir haben schon wieder über eine Viertelstunde hier rumgehandelt. Ich wollte gerade fragen, ich hab nämlich auch bereit. Ja. So, wir mal sammeln. Ich mach dann gleich mal, sobald die anderen 2 noch da sind. Wo seid ihr? Im Loch? Da, wo es Feuer brennt. Hier, da, wo die Hand leuchtet. Auf der anderen Seite von einem riesigen Loch, was unübersehbar ist. Ja. Die Frage ist, wer hat das gebaut? Ganz ehrlich, Digga. Gandalf, du hast gepinkt. Achso, du hast für die anderen gepinkt, wo was passiert. Na dann, Abigalobby! Ab nach Hause.
Michi schreibt, stehen nur rum. Nee, ich habe auf die anderen gewartet, damit wir den Item-Buff machen können. Wir sind auf dem Weg zurück, Michi. Falls du mich gerade hören solltest. Und werden einiges an Kupfer schon mitbringen. Wir haben allesamt die Taschen voll und es sind noch weitere 43 Kupfer da. Und wir haben noch weitere Vorkommen in der Nähe und bringen dann auch noch Zinn bei der nächsten Runde mit. Oder wir tauschen mal. Bisschen Zinn bringe ich schon mit. Ah, sehr schön. Ich glaube, wir hatten auch irgendwo in der Base schon Zinn rumliegen. Jemand hat schon Zinn mitgebracht, ne? Oder nur Kupfer? Ich glaube, hatten wir noch gar nicht rumliegen da. Nee. Ich bin gerade sicher, Gandalf, hattest du nicht auch irgendwo Zinn gefunden? Nee, Ah, nee, okay. Oder Matthias vielleicht. Weiß ich gar nicht. Mit wem bist du denn letztens im Dunkelwald rumgehüpft? Gandalf. Mensch, jetzt mich? Ja, ja. Mit Michi. Mit Michi, okay. Dann hat Michi vielleicht noch Zinn mitgebracht, versehentlich. Ah, nee, geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. Mann, die hat noch keine Spitzhacke. Mann. Nur gefunden, aber nicht mitgebracht. So rum. Ja. Gefunden Hammer, ja. Hatte Michi. So, und ich würde vorschlagen, wir können auch gleich mal ein kleines Teamwechsel machen. Ich würde mal den Michi da mal erlösen wollen von der Saubande da. Ach, von der Baubande. Ja, ja, Baubande meine ich, nicht Saubande, sorry. Weil ich weiß halt einfach, Michi hat's halt gerne, dass er halt auch so also zum einen das und zum anderen, dass er halt auch im Stream wenigstens einmal mit allen zusammen gespielt hat. Wir sind ja jetzt schon die ganze Zeit hier alleine unterwegs und Fenrir wird dann nun auch bald Feierabend machen in so ein halber bis einer Stunde. Ja. Ein kleines Dorf in Gallien. Das kleine Dorf ist mittlerweile der Hauptstadt. So, wer bietet sich an mit, wer bietet sich von euch an, mit Michi zu tauschen? Das was ausgeglichen halten hier. Ich kann es gerne machen. Okay, danke dir, Dicker. Ja, ich hüpf erstmal hoch und. Ich hüpf erstmal hoch, ne? Ja. Warte, dann zieh ich mal kurz runter. So rum. Huh, Michi, ich hab dich mal entführt. Servus. Kannst du mal bitte kurz Geier hinter dir helfen bei dem Grayling? Ja, ich hab gar nicht hingeguckt. Magst du mit dem Decker mal tauschen, vielleicht? Hast du da eher Bock drauf? Mir ist das wurscht, also wenn jetzt Decker sagt, er hat keinen Bock mehr, will jetzt auch mal bauen, aber wir sind hier eigentlich eh schon relativ weit. Fehlt eigentlich noch das Lager. Nee, okay. Alles gut, ich bleibe auch da. Also das hat jetzt ganz gut funktioniert eigentlich. Ah gut, weil du vorhin ein bisschen gestresst geklungen hattest. Mit was? Du hast vorhin ein wenig gestresst geklungen. Nee, das war bloß, weil wir da gebaut haben und dann 10 Mann rumgerannt sind und die ganzen Kisten und alles. Das hat ein bisschen genervt. Ja, na, wir mussten einmal zurücklaufen und schon das erste Zeugs abliefern, deswegen. wo macht man? Alter, ist das schon mal was? Wenn wir jetzt dann, sollen wir dann auch gleich noch die Schmelzöfen und so aufbauen? Das wäre könnt ihr sehr gerne machen. Wir haben auch nochmal weitere Sudlingkerne mitgebracht, nochmal 3 Stück. Und die ersten Kupfererze. Okay. Zinn wäre ganz wichtig, dass wir den Kessel bauen können für bessere Nahrung. Ja. Ja. So, also Zinn ist gleich das nächste auf der Liste. Wir haben, gerade ein komplettes, Kupferverkommen ausgenommen. Gandalf weiß ja, wo der ganze Kupfer, das ganze Kupfer liegt. Wir haben ja genug markiert. Hier in der Kiste ist. Wir haben Kupfer drin. Wo hast du die Kupfer hingemacht? Alter. Hier in der Kiste ist Kupfer bei mir. Wo ist bei dir? Hier laufen 10 Leute rum. Das ist das nervige vorhin gewesen, ja. Im Haus. Ah. Dann zieh doch mal einfach alle wieder hoch, oder? Dass wir jetzt mal Zeit kommen, wenn ihr jetzt eh schon da seid. Wir sollen das Zeug in die Kisten legen, wo die nicht beschriftet sind. Aha, ja. Okay. Die mit der Pincha. Hier drin ist Kupfer. Warum sind. Ach so. Die Beschilderung und die Kisten sind asynchron. Das irritiert gerade ein bisschen. Ja, es ist noch nicht hundertprozentig, deswegen bauen sie es ja nochmal größer, damit wir es gescheit beschriften können, weil es zu klein war für das, was wir doch haben. Ja, gut. Alles klar. Göttin der panischen Todesarten, grüß dich! Hui, fast übersehen! Ja, ich habe vorhin gehört, aufgrund der Verifizierung geht wohl die Benachrichtigung angeblich nicht bei jedem raus. Moin. Moin! Ich Moin!
ich muss mal einen kleinen Rügel, den Rüge raushauen. Die da wäre? Benjamin. Ja. Ja, bitte geh zu, komm dann hoch zu uns gejoint, wenn du irgendwas einräumen willst, weil Matthias räumt gerade akribisch irgendwie die Sachen ein nach System. Und wenn dann irgendwo was reingeflackt wird, ist nicht so geil. Deswegen habe ich ja hier gerade gesagt, aber ich packe die eine Kiste Kupfer, aber ihr konntet es ja nicht hören, weil ihr nicht da wart. Ja, nee, dann kommst du einfach mal hochgejoint, weil Matthias war gerade so, nein, nein. Weißt du? Ja. Ist ein bisschen blöd, dann einfach mal kurz hochjoinen und wieder runtergehen. Ach, hier sind die Augen, okay. Ne? Jo, okay. Jo. Alles klar. Gut, bin ich wieder oben. Bis dann. Jo. 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 Ah, hier liegt auch wieder überall irgendwas drinne. Irgendwas überall. Wir sind noch drei. Das Problem ist, wir sollen Zeug da reinlegen, in Kisten, die nicht beschriftet sind. Richtig. Deshalb habe ich jetzt in einer Kiste, wo das Kupfer rein ist, auch das Silber und noch was anderes. Silber? Zinn. Zinn. Ah, ja, und ich habe jetzt einfach mal zwei Kisten benannt, zwei Schilder benannt, Kupfer, Zinn, und die stehen beide übereinander. Ich habe nämlich gerade Harz in Baumsamenkiste gefunden und sowas, irgendwie komisch. Ja, ich sehe da gerade auch nicht durch, also das müsste man nochmal vernünftig durchsprechen. Ja. So, hier drüben sind Leder, habe ich Lederreste? Ich habe Lederreste, dann kann ich jetzt Lederreste. Die bauen sie jetzt nochmal aus, Harz weil drinne. Ja, es haut wie gesagt von der Beschriftung halt noch nicht hin, weil einfach der Platz zu klein war. Richtig. Ja. Ich sag's mal so ungefähr stimmt's ja, aber es ist so gut wie nie die Kiste, die man zuerst auswählt. Genau. Aber das sind ja wieder die berühmten Einzelschicksale, ne? Genau. Und bei euch hätte ich einfach gern Drehtüren, das müssen die Erfinder auf jeden Fall machen. Ja. Was denkst du, wie das vorhin abging? Wir waren zu fünft in der Inni drin, du kommst alleine nur durch. Das war ein Geschubse und Gedränge, das war ja besser als Schubsetanz. So, wie war das noch? Wo ist jetzt das Geld drin, etc.? Das war, glaube ich, noch irgendwo. Ich hab's. Nee, doch nicht. Okay. Ich hab's. Wo ist es? Hier, wo ich stehe. Ach, da. Dreh dich doch mal um. Die Kiste. Also, genau. Hier ist bis auf die Fermentierer soweit fertig. Sehr geil. Also lasse ich jetzt erstmal. Guck mal, hier steckt ein Kohle in meine. Ich helfe jetzt auch mal ein bisschen kurz bei der Sortierung hier. Was ich schon gesehen habe, was beschriftet ist und schon sortiert wird, versuche ich gleich schon mal einzurichten, damit wir hier mal klarkommen. Ich halte mich da mal raus, nicht, dass das wieder Mega gibt. Ja, am besten legst du gar nichts mehr in Kisten. Du kriegst eine Ankommenkiste, eine große oder einen Karren und legst die Scheiße da rein und wir sortieren. Ja, meinetwegen. Ist mir vollkommen... Du tust ja eigentlich noch belohnen, ja. Robin. Schaust du was? Nebenbei was? Immer wer, ran? Wer muss wen noch belohnen? Hallo, ja, ich noch einmal? Bots, ich wurde gerade angesprochen. Hallo, wer hat mit mir geredet? Ich. Der Gava. Ja, und was hast du gesagt? Ey, da tust du ihn noch belohnen, wenn er alles so kreuz und quer in die Kiste rennt und mir müsste es dann aussortieren. Nein, ich belohne uns. Ansonsten packt der einfach alles überall rein. Oh, wisst ihr was? Ich schmeiß das sonst einfach auf den Fußboden. Nee, da kann es despawnen mit der Zeit, ne? Tja. Wenn ich nichts in Kisten packen darf, schmeiße ich es auf den Fußboden. Hatte ich nicht irgendwo schon eine Kiste gesehen, wo Surtlinge drauf stand, oder habe ich da was vertauscht? Die gibt's schon. Die ist drüben beim Zinn und Kupfer. Nee, da war ich ja gerade. Nee, hier ist ja wieder Küchenlager. Ja, noch eine. Da stand nichts mit Surtlinge drauf. Hier, Kraut. Oh, ich bin im Schlafzimmer. Surtling. Warte mal. Surtlinge, okay, ja, die Surtlinge. Was wo? Ach, nicht mehr. Okay, ja, die habe ich jetzt alle in der Tasche, weil ich dachte, die sind da hinten schon einsortiert. Nee, okay, gut. Dann mache ich jetzt hier eine, die heißt Surtlinge. Passt. So. Wo habe ich sogar schon Trollleder gesehen? Hier. Nee, natürlich wieder nicht. Das ist Hirschleder. Hier ist Trollleder. So, dann habe ich noch ein bisschen gelbe Pilze. Hier steht irgendwas mit Pilze. Gelbe Pilze und normale Pilze werden nicht unterschieden, wenn ich das richtig erkenne. Aber wo sind da die Garten? Hatten wir nicht noch deutlich mehr gelbe Pilze mitgebracht? Ja, nicht, dass sie schon gegessen werden. Ich habe übrigens den Honig gefunden. Und dreimal dürft ihr raten, wo er drin ist. In der Honigkiste. Ah. Wow. Alter.
Ah, die Kisten haben sie schon weggenommen, ja, okay. Hier ist einfach rohes Fleisch überall, okay. Ich spring mal kurz hoch und frag mal. Oh, Decker und Michi sind weggehüpft? Nee, Michi ist wieder nach oben gehüpft. Decker, okay. So. Moin, Decker, alles okay? Ja, ja. Okay. Ja, der Michi hatte eben nur was gebracht gehabt. Ach so, okay. Ich hüpfe mal kurz hoch und frag mal nach, wo die gelben Pilze gelagert werden sollen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Aber das kommt hier vor, ist ja sinnvoll, vor die Werkstatt zu bauen. Rennst du raus, sammelst ein, rennst wieder rein. Ja, kurze Frage. Nein. Ja. Gelbe Pilze, gibt's da schon eine bestimmte Kiste für oder einfach nur Pilze? Pilze. Alles klar. Weil ich bestifte da jetzt nicht alles 100.000 Mal, mach mir Gedanken wegen den Schildern. Und wir reißen dann die Küche in 2 Streams eh weg, weil wir woanders hinziehen. Da habe ich jetzt keinen Nerv dazu gehabt. Hätte sein können, dass ihr da schon irgendwie eine Kiste für habt, weil wir haben auch einiges an gelbe Pilze mitgebracht. Ja. Und dann kurz noch, ich weiß nicht, hast du die Info schon weiterhin wegen Benjamin? Wie, was, wo? Benjamin kriegt in Zukunft die Hausregel, er kriegt irgendwo ein paar Kisten am Anfang eines Lagers, er schmeißt alles rein, bevor er anfängt, irgendwas überall reinzuschmeißen. Schmeißt das Lager diese bestimmten Kisten. Ankommen. Der Lagermeister ist ab jetzt Matthias, ne? Achso, dann machen wir alle Ankommenkisten? Wir machen Ankommenkisten und Matthias haut das dann einfach rein. Wunderbar, alles klar. Gib ich weiter die Info. Weil er hatte einfach so sein eigenes System, weißt du? Und dann ist gut. Warum reißt du jetzt hier alles weg, Robin? Ich hab gar nichts weggerissen, ich stehe hier und mach nichts, das warst du. Ach so, okay. Willst du mich verarschen? Du reißt es weg und fragst mich, warum ich es wegreiße? Robin, wollte ich mal nach unten kommen? Weil ich deine Reaktion sehen wollte. Alter. Matthias, was bitte? Wolltest du einmal gucken kommen? Nee, ich hab grad nur ausgeräumt und hab dann einmal gefragt, wo die gelben Pilze genau rein sollen. Und ich hab eine sehr gute Botschaft gehört, dass du jetzt die Lagermeister bist. Das finde ich sehr gut, dann muss ich die Scheiße nicht immer aufräumen. So, wer hier einfach was in die Kisten... Ich mach das denn ganz einfach. Wer hier einfach was in die Kisten schmeißt, dann schmeiß ich einfach vor die Lagertür. Fertig. Praktisch. So, und dann stelle ich ein Schild daneben. Das war alles das, was nicht in die Kisten gehört, wo es gewesen ist. Viel Spaß. Und dann räumen wir Kisten. Ich kann dir versprechen, Matthias, es wird sich keiner drum kümmern, das aufzuräumen. Ich weiß. Kann ich dir versprechen, weil ich war vorher der Lagermeister. Nein, wir machen wirklich mit Aufräumen Kisten und dann kann man das, wenn das alles deckt, es soll halt trotzdem gesteckt werden, zumindest. Genau. So, ich köpfe darunter zu den anderen, wa? Jo, alles klar. Ja. Leute. So, ich bin wieder da. Hallo. Und frohe Kunde, es gibt in Zukunft einfach die Hausregel. Es gibt für alle Ankommenkisten und Matthias sortiert alles. Ach so. Okay. Ja, das haben wir auch gerade besprochen. Das macht am meisten Sinn für die Erkunderteams, wenn richtig. Die dann einfach dahin ausleeren und fertig. Ja. Wunderbar. Na, ich brenne. Aber warum rennst du auch ins Feuer? Feuer oder was? Gandalf ist auf Feuer und Flamme. Genau. Ach siehste, warte mal, jetzt wo ich gerade sehe, ich kann jetzt eine Spitzhacke hier lassen, wenn wir weiter mit diesem System fahren. Und nehme stattdessen wieder einmal 50 Holz mit. Für das nächste Vorkommen. So, wir kriegen jetzt ein paar Entladekisten gestellt. Sehr schön. Genau. So. Bräuchten auch noch jeder, glaube ich, eine persönliche Kiste, wo wir dann unser Werkzeug und so reinpacken könnten, ne? Naja, die Entladekiste. Ja, gut, ich denke, das wird spätestens dann erst so richtig notwendig, wenn auch jeder sein eigenes Quartier bekommt. Ja, stimmt auch wieder. So, also ich wäre wieder so weit, dass wir wieder auf Tour gehen können. Ich müsste nur vorher einmal Pipi machen gehen. Und ich müsste noch reparieren. Wunderbar, repariert habe ich. Wo ist denn die Werkbank? Nee, ich habe gar nicht repariert, scheiße. Ich habe die Werkbank gefunden. Yippie! Ist es noch die alte, die ich auf Level 3 gebracht habe, oder? Nee, die steht bei den Schlafgemächern. Genau. Alles klar. Ist das hier Schlaf gemacht? Nee, das ist Lager. Alter, ich blicke nicht mehr durch! Ich finde mich hier nicht zurecht! Robin, Stein! Ihr seid auf der anderen Seite vom Lager, warte mal! Weißt du, wir hatten vorher so ein kleines 2x2-Ding, jetzt haben wir ein ganzes Dorf auf engstem Raum gequetscht. Krass, Alter. Einfach krass. So, ich bin nochmal schnell pinkeln, wie ihr sagt. Jo, bis gleich. Bis gleich.